unter unserem Häuschen eh noch einen kleinen Keller bauen. Mit für Vorräte und so. Kann es das sein, dass wir da auch noch Kohle finden. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber hier haben wir auch noch ein bisschen. Dann sind wir damit erstmal safe. Ich könnte jetzt auch Holz nehmen, aber das Holz brauchen wir halt auch noch. So, wir müssen die Strandhütte noch fertig machen. So. Ich nehme hier erstmal alles mit. Also haben wir ja 42. Das passt erstmal. Vielleicht finden wir ja noch, wenn wir unseren Keller machen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So. Drüben ist noch mehr Kohle, aber die lasse ich jetzt mal Kohle sein. So, machen. Da muss mein Feld auch mal wieder abernten. Meine Schweine und meine Kühe vermehren. Verdammt. So. Gut, jetzt haben wir eigentlich echt genug Kohle. Gehen wir mal zurück. Zurück zu unserem Haus. So eine Art Roller oder so, oder ein Fahrrad wäre geil. Dass man hier nicht immer so ewig weit laufen muss und dann dauert es so lange. Man könnte aber auch irgendwo so eine Art Pier bauen und mit einem Boot. Komm, das eine Glas kann weg. Ich nehme die Schweine jetzt hier mal mit. Da wir hier die Karotten haben, können wir die vermehren. Und daher passt das ja, es dauert dann zwar nur ein bisschen länger, aber immerhin, ne? Wir haben die Möglichkeit. Da ist auch noch Kohle. Wir müssen auch mal wieder in der Cave. Und wir müssen das Ganze noch verbinden mit der U-Bahn. Es ist jetzt zwar kein langer Weg, aber ich will trotzdem einfach eine U-Bahn von da bis zum Lagerhaus da hinten. Dann bis dahin, dann bis zum Molkenpalazzo. Wenn wir den auch noch bauen. Aber die Allee sieht schon cool aus. Feier ich. Hier müssen wir auch noch weitermachen. Warte mal. Habe ich leider nicht dabei. Mist. So. Genau. Hier brauchen wir dann ein bisschen Kohle. Das Glas. Das. Ey. Mein Inventar ist so voll, ne? Es ist so anders nervig die ganze Zeit. Ich brauche unbedingt meinen Keller. So. Dann machen wir uns für oben noch ein paar Fackeln. So, komm mal her hier. Stecken wir uns hier hoch. Machen wir da eine Fackel hin und da. So, komm schon. 32 reichen. Machen wir hier überall noch ein paar Fackeln hin. Einfach, dass hier oben nichts spawnt. Und theoretisch könnten wir hier oben ja dann auch noch Kisten hinballern zur Not. So als Dachboden könnten wir hier machen. Ja, ich glaube, das machen wir dann auch mal. Aber jetzt nicht. Jetzt mache ich erstmal zu hier. So, und fertig. Perfekt. Gehen wir mal die Schaufel hier, danke. Gut. Dann haben wir das fertig. Haben wir hier so ein kleines, süßes Schlafzimmer? Gut, dann würde ich sagen, vom Eingang, ja, da drüben geht halt nicht wegen dem Eingang. Machen wir das Ganze so. Sollen wir es eher mittig machen? Warte mal. Mittig wäre dann halt hier. Oder? Wo wäre denn ungefähr mittig? Hier. So. Dann machen wir nämlich 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Dann müssen wir aber hier unten wieder zumachen. Und so. Dann haben wir hier auch ein kleines Fenster.
Dann können wir unsere Tiere beobachten. Perfekt. So, ist mein Zuckerrohr eigentlich gewachsen? Ja, perfekt. Ja, das werden wir brauchen. So, perfekt. Wie viel haben wir denn? 28. Baller ich mal noch zwei dahin. So. Stimmt, ich habe ja gar kein Leder, ne? Och nö. Ich hab grad mal zwei Leder. Ernsthaft? Wie, dass ich jetzt nur zwei Leder habe? Das kann's doch jetzt aber nicht sein. Habe ich drüben vielleicht noch ein bisschen Leder? Warte mal. Gut, aber wo machen wir den Eingang zum Keller? Hier wird sich dann echt am besten anbieten irgendwie. So. Okay, aber da muss man erst vorher noch ein paar Werkzeuge machen. Oh, es hat gerade an der Tür geklingelt. Ich bin gleich schnell da. Ich setze hier kurz mal einen Cut. So, sorry, das war der Postbote, der hat für den Nachbarn ein Paket abgegeben. Tut mich sorry. Gut, toll, jetzt habe ich hier kein Bett. Oh, schon außen rumlaufen. Und nach oben. Hier brauchen wir auch noch eine Tür, ne? So, machen wir mal zu und gehen schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, gut Nächtli. So, dann könnten wir theoretisch hier auch, aber das sieht dann ein bisschen doof aus mit der Tür. Ah, ich weiß halt noch nicht, wie ich das am besten mache. So. Ich brauche eine Schaufel. Was brauche ich denn unten? Das nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Essen brauche ich. Könnte ich gewohnt. Das brauche ich nicht. Ich muss mir definitiv noch mehr Schaufeln machen. Gib mir mal ein paar Stickies. Hier. Na komm. Wo habe ich mein Eisen hin? Da. Drei werden reichen, glaube ich, ne? Machen wir uns mal drei Schaufeln. Und noch eine Spitzhacke. So. Definitiv werden es reichen. So. Oh, ich sollte auch Leitern noch machen. Ich brauche Leitern. Damit ich wieder hoch und runter kann. So. 21 reichen auch. Perfekt. So. Das dürfte eigentlich von der Höhe dann reichen, oder? So. Dann würde ich nämlich sagen, dann fangen wir hier an, schon mal unseren Keller auszubauen. Ich muss nur aufpassen wegen dem Wasser. Ab und zu auch mal eine Fackel setzen. Aber eigentlich ist das viel zu hoch, ne? Warte mal. Ich glaube, dass das echt definitiv zu hoch ist. Warte mal. Hab ich keine... Jetzt machen wir hier einfach hier. Setzen wir da einfach Diorit rein. Jetzt erstmal drauf geschissen. Muss alles nachher ja eh noch hübscher gemacht werden. Wo habe ich denn meine Schaufel da? Und hier sehe ich dann, wenn ich das alles wegmache, wie weit wir in die Breite müssen. Oder in die Länge, besser gesagt. Hier, so. Weil ich will das nämlich komplett unterm Haus bauen, den Keller. So. Wie weit müssen wir denn hier in die Breite? Da vorne ist schon wieder Sand. Ah, das ist nicht gut. Ich habe immer Angst, dass hier Wasser reinkommt. Da ist die Schaufel kaputt. Okay, bis hierhin geht der Keller also. Alles klar, dann setze ich hier mal... Nee, ein zweiter. Was mache ich denn hier? Bis dahin geht der Keller perfekt. So, gib mir mal die Schaufel. Dann bauen wir das hier alles schon mal weg.
Die können ja auch mehrere Etagen Keller bauen eigentlich. Alles klar. So, bis hierhin. Bis dahin. Der muss ja auch nicht groß werden, der Keller. Einfach nur zweckdienlich sein, bis wir unser Lagerhaus haben. So. Dann müssen wir in die Richtung. Na komm, noch eine Fackel, damit ihr auch was seht. So, machen wir den Maulwurf hier heute mal. Okay, bis dahin. Und dann muss das ganze Sand hier auch noch weg. Obwohl, hier müsste es dann eigentlich bleiben, ne? Aber das mache ich dann, glaube ich, auch wieder mit Cobblestone. Momentan finde ich aber irgendwie komischerweise nur Diorit. Da haben wir doch Cobblestone, perfekt. Genau, was ich brauche. Mal, wie weit geht denn das genau in die... Bis dahin. So, und geh mal bis dahin vorne. Dann können wir uns nämlich an den, an unserem Boden hier orientieren. Okay, ich glaube, hier ist dann Schluss hier. Warte mal. Dann machen wir da hier zu, okay. So. Gut, dann muss das alles weg erstmal. Oh, da mal Eisen. Bin ich mal gespannt, ob wir hier wirklich Kohle finden. Wäre auf jeden Fall schon mal nice. So. Dann haben wir da unseren kleinen Keller, wo wir unsere ganzen Kisten und unser Essen und so lagern können. Ich meine, sieht ja schäbig aus, wenn da oben irgendwie im Haus die ganze Zeit die Kisten rumstehen, ne? Will ja keiner. Das soll ja auch schön aussehen. So Minenarbeiter und so, das ist auch geiler Beruf. Würde ich auch machen. Irgendwie unter paar Tage unter der Erde. Finde ich schon nice. Würde mich echt mal interessieren, wie mein Körper darauf reagieren würde. So. Mist, das war jetzt dämlich von mir. Gib mal her. So. Das heißt, allzu hoch können wir hier nicht. Aber wir können runtergehen zur Not. Ich glaube, das müssen wir... Ja gut, das muss eh noch hier alles weg. Dann passt das eigentlich von der Höhe her. So. Und ein Keller soll ja... obwohl den Keller so ein uraltes Haus hat, wahrscheinlich hat doch meistens auch immer einen Holzkeller, ne? Ich muss mal gucken, was für Holz ich oben noch habe. Warte mal, ich guck mal eben kurz. Ach ja. So. Was für Holz habe ich noch? Ich habe noch 60 davon. Den Scheiß packe ich jetzt erstmal alles hier rein. Das brauchen wir später noch. Aber dann war es das wohl auch wieder, ne? Ja, dann müssen wir... nochmal farmen gehen später. So. Gib mal her. Wo habe ich denn das Holz jetzt da? Bis hierhin. Ist eigentlich scheißegal. Bis... So. Dann machen wir hier so einen kleinen Holzkeller. Weil so alte Gebäude und so haben ja auch immer einen Holzkeller. Man kann das Ganze auch mit einer Tür oder so abtrennen. Da sind dann zum Beispiel die Rohstoffe. Woanders da ist dann das Essen und so weiter und so fort. Ich meine, es wird zwar ein bisschen dunkel, aber naja, was soll's. So. Sieht vielleicht später mal gar nicht so schlecht dann aus. Ach ja, hier war das ja, ne?
Aber hier ist dann eh Ende, warte mal. Hier ist dann Ende und... warte mal, da muss ich später nochmal gucken. Dann mache ich einfach hier auch Ende. Dann ist hier das Ende. Und hier. So. Und dann kann das hier alles weg. Da ist schon wieder eine Schaufel kaputt. Ach ja. Ich glaube, wir werden definitiv mehr Schaufeln brauchen. 3 habe ich wohl ein bisschen unterschätzt. Das Ganze. So, haben wir unsere Tierspitzhacke, ey. Damit geht es einigermaßen schnell. Sollen wir da den gleichen, das gleiche Holz nehmen für den Boden? Oder eher ein anderes Holz? Muss ich mal gucken, wie das aussieht. So gut ist, hier kriegen wir dann auch noch ein bisschen Kies für unseren Weg. So. Machen wir das Ganze hier mal weg. So. Machen wir uns einen kleinen schönen Holzkeller. So einen kleinen Weinkeller könnte man auch. So eine Art Weinkeller könnte man machen, ne? Ja, dann machen wir auf die eine Seite einen Weinkeller, auf die andere Seite, wo wir unsere Vorräte haben, unser Essen und alles. Und auf die andere Seite dann einfach die ganzen Rohstoffe, was wir farmen. So. Das finde ich das Faszinierende an Minecraft. Man kann sich so hart ausleben in dem Spiel. Man kann irgendwie seine ganzen Ideen umsetzen. Finde ich krass. So, na komm. Mitten im Loch irgendwo. Ja, moin. So. Das Eisen nehme ich auch mit. Ich bringe mal wieder die Sachen nach oben. Das. Da habe ich noch ein bisschen mehr. Ballern wir mal die Erde hier rein. Das kann rein, das kann rein. Du kannst da rein. Dich brauche ich nicht. Den Sand brauche ich später vielleicht nochmal. Gut. Ist ja dunkel. Warte mal, dann arbeite ich einfach die Nacht durch. Und gehe dann in der nächsten Folge das Holz farmen. Ich will gleich auch eine Aufnahmepause machen. So. Na komm. Ich muss auch noch The Last of Us aufnehmen. Endlich mal wieder nach gefühlt Monaten. So. Gut ist, ich habe die Story auch wieder vergessen. So, na komm. Machen wir hier. Dann müssen wir den Cobblestone da auch wieder rausreißen. Ja, es war ein Versuch wert. Muss halt immer gucken, wie es aussieht, ne? Ob das reicht von der Höhe? Ich weiß ja nicht. Theoretisch müssten wir sogar noch runter. Ungefähr auf die Höhe. Habe ich noch Leitern? Ja, habe ich dabei. Würde ich sagen, gehen wir echt auf die Höhe. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Muss auch mehr Platz haben wir dann. Wir werden dann auf jeden Fall zwar eine Menge Holz brauchen, aber... ist ja egal. Es gibt wirklich Leute momentan, wenn ich jetzt immer einkaufen gehe und so, dass die Leute keinen Abstand mehr halten. Das regt mich jedes Mal voll auf. Dass die Leute echt so verblendet sind und sogar die Gesundheit anderer Leute gefährden. Ich meine, klar, man hat Masken auf und so, aber trotzdem, wie rücksichtslos manche Menschen sind. Ey, das fuckt mich jedes Mal so ab, ne? Letztes Mal einfach so gesagt, so, wie wär's mal bitte mit Abstand halten? Du wirst da angeguckt, als ob irgendwie ein Alien bist oder so. Verstehst einfach nicht. Ganzen scheiß Verschwörungstheoretiker. Wir denken, Corona irgendwie wäre eine Verschwörung oder so ein Scheiß. Wir haben doch echt einen Knall, Mann. Hier. Ich kann das echt nicht verstehen, dass die Menschen so egoistisch sind. Naja, was soll man machen, ne?
muss man durch, kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, ich weiß definitiv halt, dass ich werde es ernst nehmen. Warum soll ich es nicht ernst nehmen? Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja schon öfter angesprochen, viele behaupten ja, es wäre eine Verschwörung von der Regierung, um unsere Rechte zu nehmen. Aber wenn es auf der ganzen Welt ist, wenn die ganze Welt davon berichtet, dass es Tote gibt, dann ist es nicht nur eine Verschwörung von unserer Regierung, dann müsste sich ja die ganze Welt verschworen haben. Und das ist Banane, ey, ohne Scheiß. So, gut, dann haben wir das hier schon mal ausgehöhlt. Da ist noch mehr Eisen. Das nehmen wir uns natürlich mit. Kenne ich nämlich nichts. So. Wir wollten auf die Höhe, ne? So. Gut. Jetzt mal hier mal eine Fackel. Dann müssen wir einen anderen Boden reinmachen. Jetzt heißt es noch Steine kloppen. Ich nehme jetzt erstmal die hier. Ah, meine Tierspitzhacke sieht nicht gut aus. Allzu viele Dias habe ich auch nicht mehr. Ich glaube 10 oder so haben wir noch, ne? So, ach komm, was soll's. So. Boah, die Tiere, Alter, die regen langsam echt auf. Ja, Jungs, beruhigt euch mal. Ist doch gut, ey. Machen wir hier auch gleich frei, dann können wir da das Holz dann reinsetzen. So. Müssen wir dann farmen gegen das Holz. Wir werden so viel Stein bekommen. Nice. Ich habe nur keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir das drüben für unser Lagerhaus gebrauchen. So, das Eisen nehmen wir uns mit. Eisen haben wir eigentlich relativ viel, ne? Das ist nice. Ja, ist ja gut, großer, beruhig dich. So. Setzen wir da noch ein Fäckelchen. Da ist noch mehr Eisen, Dankeschön. Und von hier müssen wir dann auch irgendwo nach unten. Für unsere U-Bahn. Das können wir dann aber auch nochmal. Noch mehr Eisen, Alter. Oder wir schließen uns hier auch dann wieder einen Strip-Eingang. Wenn wir dann auf Höhe 11 gehen. Und suchen da dann immer nach Dias. Könnten wir auch machen. Ich glaube, das mache ich sogar. Aber erstmal muss das hier natürlich alles fertig werden. So, warte mal, da drüben habe ich noch Eisen gesehen, ne? Ja. So, na komm. Boah, wie viel Stein ist. Dauert halt immer so ewig alles, ne? Aber es muss halt leider gemacht werden. Wir brauchen unbedingt den Platz. Noch mehr Eisen. Gib mir das Eisen. Das heiße Eisen. Das macht mich weißen. Das schöne Eisen. So. Na komm. Boden wenigstens hier noch rausballern. Ich werde dann definitiv so viel Holz farmen müssen, ey. So. Wo soll ich denn die ganzen Steine unterkriegen? Ich werde so viele Kisten brauchen. Und hier kann man leider dann auch kein Fenster reinballern, dass es ein bisschen heller wird. Aber ein Keller ist ja eigentlich eh immer düster und gruselig. Vor allem so alte Keller. So. Machen wir hier. Hier mit der Eisenschützer wird das Ganze natürlich noch länger dauern. Aber wir haben es fast. Wir haben es fast. Viel ist es nicht mehr. So. Und das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Na komm. In der nächsten Folge müssen wir dann auch Holz farmen gehen. So. Huch. Bin einfach mal in ein Loch gefallen. Frechheit. So.
Wir klopfen Stein den ganzen Tag, weil wir haben nichts anderes zu tun. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen das Ganze gibt. So 1000 wären schon geil. Weil wir haben noch so viel zu tun eigentlich, ne? Vor allem halt mit der U-Bahn und so weiter, da brauchen wir so viel Redstone und Gold. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Folgen das am Ende werden, wenn die Welt fertig ist. Ich habe halt auch ein paar Ideen mit dem Leuchtturm und so weiter und so fort. Und da wir ja unser Geld haben, können wir da ja eigentlich schon immer die Wolle farmen. Aber die Frage ist halt, ob wir das aus Wolle bauen. Weil wenn wir da Lava in die Mitte reinsetzen, brennt die Wolle. Da bräuchte man dann halt wieder Ton. Da müssen wir mal gucken, wie ich den Ton färben kann. Wahrscheinlich auch mit Farbstoff, ne? Ein Ton dauert ja halt immer so lange. Wir könnten uns auch ein paar Banner machen. Mal gucken. So. Dann haben wir das hier gleich fertig. Das ist schon mal nice. Oh Gott, okay, meine Dierspitze ist fast kaputt. Ich nehme jetzt mal die Eisenspitzhacke. Ich hab Bock, dass die kaputt geht. Muss ich schon wieder reparieren, ey. Verdammte Axt. So. Dann haben wir das auch. Gut, dann müssen wir das hier auch noch alles rausklopsen. Weil da müssen ja dann die Wände hin. Okay. Hier machen wir mal zu. So. Das muss alles weg hier. Nein, das war jetzt dem... Ja, das war jetzt zwar... Ist egal. So. Machen wir hier zu. Da haben wir dann eh das Holz hin. So. Dann müssen wir das hier auch noch alles rausballern. Nein, nicht mit der Dierspitzhacke, bitte. Ist ja gut. Beruhigt euch, Jungs. Ich sehe ja nicht, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. So. Gut, dann stimmt es. Aber das hier müsste ich noch machen, ne? Das muss, glaube ich, noch eins... Ja. Das hier muss ich auch noch machen. Machen wir die Wand noch schnell raus und dann haben wir's. Dann brauchen wir nur noch Holz. Dann brauchen wir nur noch Holz. Soll ich vielleicht anderes Holz für die Wände benutzen? Also da ein Holz, ein anderes Holz da. Aber sieht dann vielleicht echt beschissen aus. Ich glaube, ich bleibe beim Schwarzeichenholz. Da haben wir ja auch so viele Bäume in der Nähe, wo wir immer Holz farmen können. So. Das muss auch raus. Muss dann mal gucken, ob es Tag oder Nacht ist. Tag wäre halt echt gut. So, na komm. Dann machen wir das hier auch noch alles weg. Und du kommst da rein. So. Dann machen wir erstmal das rein. Und du musst auch weg. So, perfekt. Und es ist das Tag. Supi. Das ist halt nur Eichenholz. Da habe ich noch Schwarzeichenholz. Nice. Dann können wir hier nämlich schon mal weitermachen. So, du musst weg. Boah, ist so dunkel. Alter, wir werden definitiv so viel Holz dafür brauchen, ne? Wir könnten das dann auch theoretisch hier reinsetzen, die Kisten. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Was irgendwie am besten aussieht. Mann. Hier. So, hat genau für die Wand noch gereicht. Dankeschön.
Dann müssen wir die beiden hier noch machen. Das kann ich auch rausmachen. Dann machen wir das noch raus. So. Gut. Dann würde ich aber sagen, das war's mit dieser Folge. Ich gehe mal kurz hoch. Und ich sage, das war's mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.